Was ich mir überlegt habe, ist ein wirklich großes Rätsel mir selbst zu stellen. Und das ist ein Kunstwerk zu schaffen, das Relevanz behält über das 21. Jahrhundert hinaus. So wie dann wahrscheinlich auch Michelangelos David noch da ist und Wertschätzung findet, auch von längst optimierten Menschen, viel, viel schlauer als wir, die das aber irgendwie als so eine primitive Kunstform ihrer Vorfahren noch wertschätzen können. Aber du suchst im Grunde das Rezept für die Garantie, wie schaffe ich es, berühmt zu bleiben und nicht nur 15 Minuten zu sein oder so. Und ich glaube, dass es nicht funktioniert. Also ist meine These, weil wir haben das, sag mal, auch als Student kennt man ja nächtelange Diskussionen, was will man eigentlich mit seinem Studium mal machen. Und irgendwann habe ich auch gedacht, warum, ich könnte ja auch Künstler werden. Ne? Das ist ja einfach. Ich mach jetzt mal Kunst. Ich definiere jetzt das, was ich hier tue, als Kunst. Oder ich fange mal an, irgendwas. Ich muss ja nicht mehr malen. Ich kann ja einem Maler sagen, was er malen soll. Also so analytisch vorgehen machen wir natürlich auch alle, weil wir dauernd abwägen und auch, aber ich finde, es sollte, und so finde ich das auch bei Künstlern, die nur analytisch vorgehen, kommen damit nicht weit. Also die kommen damit gut an, oder sagen wir, an eine konzeptuelle Ebene, aber wenn du rein analytisch vorgehst, um dich als, sagen wir, schon zu Lebzeiten unsterblicher darzustellen oder für diese 100 Jahre zu präparieren, finde ich sinnlos. Du lebst jetzt und musst das jetzt machen und willst hier was bewegen. Und ob das deine Kinder oder Groß, wie heißen sie dann, Enkelkinder und noch, ne, ob die das alle mal gut finden werden, sollte nicht das Thema sein. Da würde ich sagen, das ist nur eine weitere Bedingung bei dem Rätsel. Nee. Doch, die weitere Bedingung ist, dass es mir wichtig sein muss. Ja, gut, okay. Ja, das ist, ja. Ich kann das jetzt nicht mit irgendeinem Quatsch machen. Nee, du hast es ja selber gemacht, deine Pyramide. Ja? Die ist ja eine Idee, die toll ist. Ist auch nur eine Variation des alten Grabmales, Ägypten und so weiter. Kann ich sagen, gut, alles schon, ist nichts Neues. Aber dass du die da an diesen Ort und mit diesem, sagen wir auch, Hintergrund oder als, so, da kann man sagen, okay, ne, das Ding, ob das je gebaut wird oder so, als, oder weiß ich nicht, aber als Idee, wie es da jetzt formuliert wurde, ist es ganz toll. Ne, und ob das jetzt in 100 Jahren wichtig ist oder nicht, liegt auch ein bisschen daran, wer vielleicht irgendwann mal eine große Ausstellung machen wird oder mal die Ingo Niermann-Idee raus oder keine Ahnung was. Das kannst du ja irgendwann gar nicht mehr steuern. Du kannst natürlich so viel, sagen wir auch strategisch clever andenken, mit wem du das machst, wo du das machst, wer darüber schreibt und so. Dann legst du den Nährboden. Und natürlich müsstest du auch innerhalb von kurzer Zeit danach wieder so ein Pyramidenprojekt machen, damit dein Name natürlich und so weiter. Das kann man sich alles so anlegen. Das wird auch zu Lebzeiten funktionieren, aber wir reden ja von diesen 100 Jahren. Ich habe auch an die Pyramide gedacht. Sie muss gebaut werden. Ja, toll, toll, toll. Ich finde es ja gut. Sie muss als Kunstwerk gebaut werden. Das heißt, von einem Sammler. Warum von einem Sammler? Weil die heute nur noch das Geld haben. Oder warum? Weil die das nötige Geld haben und bereit sind, es meinen Instruktionen gemäß umzusetzen. Also wo es fast so ein masochistisches Element beim Sammler gibt. Er unterwirft sich rigiden Auflagen und es steigert noch den Wert der Arbeit. Glaubst du an eine Wiedergeburt oder warum soll die Pyramide? Weil das war ja, daran haben die Ägypter ja geglaubt. Also es ging ja eigentlich um eine Transformierung wieder in ein anderes Leben. Aber darum finde ich, wenn man daran nicht glaubt, brauchen wir auch eigentlich keine Pyramide, dann ist eigentlich der Gedanke doch, und ich finde den viel schöner, dass man auch verwest. Weißt du, dass es Kunst zum Beispiel gibt, die nicht ewig ist. Dass es auch Alterungsprozesse gibt, dass ich auch im Gegensatz zu Restauratoren mal ein Kunstwerk verabschieden muss. Nichts ist ewig. Auch die ägyptischen Pyramiden sind nicht ewig.
Die wurden schon zu Lebzeiten gebaut, die waren da, um zu beeindrucken, und zwar zu Lebzeiten schon. Was ich nur nicht sehe, ist, warum wir nicht endlich auch mal da mal diese Abschiednahme. Ne? Ich meine, kann sich die Pyramide nicht, sagen wir, schön wäre ja, wenn die wie in so einem Tetris-Spiel immer unten wird eine Ebene wegsacken in den Acker rein. So, das heißt, die wird nicht infinitiv, sondern die wird einfach verschwinden. Ne? Und wenn nicht mehr genug sterben, die da auf diese Pyramide wollen, stehst vielleicht irgendwann oben auf der, also auf der Ackerfläche, auf der, du weißt, so wie diese Broken Kilometer oder was, da unten liegen jetzt in dieser Pyramidenform so und so viele Menschen. Fände ich zum Beispiel viel schöner, als wenn man dieses Symbol noch hat. Aber das kriegst du natürlich nicht hin, du kannst keine Pyramidenform mehr. Ja, das ist nicht in die Erde drücken, das geht gar nicht. Aber wie gesagt, die Idee und das Projekt als solches ist ja wunderschön.